Ich bestehe aus Gallium und Yttrium. Hä? Na, ich bin Ga-Y. Gay. Verstehst du? Ich meine das Periodensystem der Elemente. Okay, dann bin ich demnach aus Argon und Sauerstoff. Hä? Na, Ar-O, Aro. In Spektrum, der Podcast aus der deutschsprachigen ASPEC-Community. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von In Spektren. Mein Name ist Finn, ich verstehe mich als aromantisch und Grey Ace. Ich bin weiß, 27 Jahre alt, komme aus Österreich und verwende keine Pronomen. Hallo, ich bin das Tenna, bin 40 Jahre alt, eine Kartoffel aus dem Saarland, bin Ace und Agender und ja, und mache halt normalerweise die Bilder hier für den Podcast. Hi, ich bin Delphine, Pronomen MMs. Ich bin 26, bin weiß und komme aus NRW in Deutschland. Und meine Labels sind Oriented Arrow Ace, Agender Flats. Ja, und wir sind hier heute für die 50. Folge von In Spektren. Tenna, erzähl doch mal unseren zuhörenden Personen, was wir uns vorgenommen haben für heute. Ja, wir haben uns tatsächlich für die 50. Folge gedacht, dass wir die erste reguläre Folge Coming Outs wieder aus der Mottenkiste holen und diesmal ein bisschen in die Tiefe gehen. Also wir werden über den Begriff ein bisschen erklären. Inneres und äußeres Coming Out. Und wir haben ja noch eine kleine Umfrage gehabt, auf die wir dann auch noch etwas näher eingehen. Jo. Genau, dann geht's heute um Coming Out, Coming In und Questioning. Lasst uns mal loslegen. So, bevor wir jetzt voll in das Thema einsteigen, starten wir erstmal mit ein paar Begriffserklärungen. Und zwar mit Coming Out, was ins Deutsche übersetzt ungefähr so viel wie herauskommen heißt. Und das beschreibt eine Person, die gegenüber anderen äußert, dass sie sich mit einem bestimmten Label identifiziert oder einer bestimmten sexuellen, romantischen oder auch anderen Orientierung und oder eine bestimmte Geschlechtsidentität hat oder nicht hat. Aber da gibt es natürlich auch noch verschiedene Formen von Coming Out. Tenna, magst du uns erzählen, was es da gibt? Ja, also es wird von vielen ja unterschieden zwischen innerem und äußerem Coming Out. Das innere Coming Out ist erstmal der Prozess, der in einem selbst stattfindet. Also die Person wird sich über ihre Identität klar, also fragt sich, was bin ich, wer bin ich, ne? Welches Geschlecht habe ich, welche Orientierung habe ich, auf wen stehe ich oder auf wen stehe ich nicht. Und das kann Jahre dauern, das kann auch relativ schnell gehen. Und dann haben wir noch das äußere Coming-out, das davon losgelöst ist. Und das bedeutet eigentlich nur, dass man anderen mitteilt, welche Identität man hat und vielleicht auch noch kommuniziert, was man sich von der anderen Person in diesem Bezug dann auch wünscht. Also zum Beispiel, ja, sprich mich mit dem und dem Pronomen an oder hey, ich habe rausgefunden, ich bin trans und ich möchte halt einen anderen Namen oder sowas. Ja, und dann gibt es auch noch Leute, für die das nicht so klar ist und auch dafür gibt es einen Begriff, oder Finn? Ja, genau. Also ich nehme an, du meinst den Begriff Questioning, den wir hier noch haben. Und zwar ist das auch eben ein Begriff, der beschreibt quasi den Prozess des Hinterfragens der eigenen Identität. Also zum Beispiel der eigenen Orientierung, Geschlechtsidentität, geht eben auch in die Richtung, die Tenna gerade unter dem Begriff inneres Coming Out beschrieben hat. Es geht darum, dass die passenden Labels gesucht werden, überlegt wird, ob das denn passen könnte oder nicht oder was denn passen könnte. Es kann vorkommen, dass Labels auch ausprobiert werden. Questioning kann aber, wie Tenna oder das Tenna gerade schon angedeutet hat, ein Stück weit auch als Label fungieren. Also wenn so ein Prozess für eine Person lange dauert und einen wichtigen Anteil einnimmt für eine Person gerade, dann kann diese Person sich einfach auch als Questioning bezeichnen. So, wir hatten vorhin ja schon angesprochen, dass es auch heute wieder eine Umfrage zur Folge gab. Und ja, da möchte ich oder möchten wir uns erstmal herzlich bei allen bedanken, die daran teilgenommen haben. Wir haben uns wie immer sehr über die Antworten gefreut. Können natürlich leider nicht alle vorlesen, aber es hat uns trotzdem sehr Spaß gemacht, die
Antworten zu lesen und hat uns sehr geholfen. Genau, also da danke und ja, vielleicht bis bei der nächsten Umfrage wieder. So, die eine Frage, die wir da gestellt hatten, war, wie würdet ihr euch selbst beschreiben? Da haben wir ein paar Antwortmöglichkeiten vorgegeben, und zwar Questioning, Langzeit-Questioning. Wir haben unsere Label gefunden und oder entschieden, dass wir generell oder für bestimmte Bereiche keine Label verwenden möchten. Und wir haben entschieden, unsere Label oder keine Label zu verwenden, passen oder passend genug. Und daneben gab es auch noch die Möglichkeit, eine Freitextantwort zu geben. Ja, Tenna, wie würdest du die Frage für dich beantworten? Mittlerweile tatsächlich würde ich sagen, ich habe meine Label gefunden, verwende aber in bestimmten Bereichen eher Schirmbegriffe. Also gerade bei dem Agenda benutze ich dann eher so den Schirmbegriff trans nicht-binär oder so, dann, weil die Leute das vielleicht eher verstehen. Oder ich sage gar nichts dazu. Aber asexuell zum Beispiel, Ace, das verwende ich konstant. Also das mache ich halt einfach, weil mir das wichtig ist. Das andere ist halt manchmal etwas schwer, dann den Leuten zu erklären. Wie ist das bei euch? Ja, also ich würde auch sagen, dass ich meine Label zumindest zu einem großen Teil gefunden habe und damit auch sehr zufrieden bin. Ich würde aber wahrscheinlich, so wie auch drei Personen, die unsere Umfrage ausgefüllt haben, so ein bisschen dazu sagen, es haben nämlich drei Personen auch ein Write-In ausgefüllt, um zu spezifizieren, dass sie zwar zufrieden sind mit ihrem Label, aber auch offen dafür, sollte sich etwas ändern oder sollten sie sich irgendwann mal ändern. Und ich würde auch sagen, ja, ich bin zufrieden mit meinen Labels. Ich habe die Label gefunden, die ich irgendwie brauche, oder Worte gefunden, die ich brauche, um Dinge in Worte zu fassen und mich zu beschreiben. Aber ich bin auch offen für Veränderungen und ich bin offen, sollte sich ein besseres finden oder sich einfach irgendwas ändern, irgendwann einmal oder auch jetzt oder keine Ahnung wann. Da geht's mir ähnlich. Sowohl mit dem Part, das Write-In-Feld zu nutzen, als auch offen für neue Labels zu sein. Ich glaube, bei mir ist es eine Kombination aus den Antwortmöglichkeiten. In mancher Hinsicht bin ich weiter questioning oder wieder questioning. Das bezieht sich aber meistens auf, weiß ich nicht, spezifischere Label, Mikrolabel. Ansonsten ist es bei mir so, bei den Orientierungen, da habe ich meine Label gefunden. Und was das Geschlecht angeht, ist es eher so, da habe ich entschieden, es passt genug und damit, ja, bin ich zufrieden. Ich würde noch ganz kurz was ergänzen, weil mir da gerade was eingefallen ist. Was die romantische Orientierung angeht, bei mir bin ich eher so in dem Bereich Semi-Questioning, weil ich halt überhaupt nicht weiß, wie ich da orientiert bin. Ich weiß, dass ich romantisch orientiert bin, aber frag mich nicht wie. Und das kommt immer mal wieder auf und ich denke mir so, ach nee, ist mir aber nicht so wichtig. Also da wäre ich dann wahrscheinlich auch irgendwo so in diesem Mischbereich drin. Ja, wollen wir uns dann mal anschauen, was sonst so geantwortet wurde auf die Umfrage, abgesehen von unseren drei Write-Ins. Und ich feiere diese Leute übrigens, weil ich hätte das so safe auch gemacht. Also die meisten haben angegeben, dass die eigenen Labels gefunden wurden und oder entschieden wurde, dass generell oder für bestimmte Bereiche keine Labels verwendet werden sollen oder dass die Personen dort keine verwenden möchten. Und noch mehr haben entschieden, dass ihre Labels genug passen. Also das sind eigentlich die größten Gruppen mit eben meine Labels passen, waren 26 Leute. Und ja, wir haben Labels gefunden oder entschieden, dass wir für bestimmte Bereiche keine verwenden möchten, 18 Personen. Aber wir haben auch ein paar Leute, die Umfrage ausgefüllt haben, die sich als Questioning oder Langzeit-Questioning bezeichnet haben, also 6 Personen, die Langzeit-Questioning angegeben haben und 4 Personen, die Questioning angegeben haben. Genau, vielleicht sollten wir dazu noch sagen, weil ich glaube, wir haben es noch nicht erwähnt, es haben 44 Leute diese Frage beantwortet. Was uns sehr freut. Genau. Die Frage weniger, aber die anderen, die ganzen Write-In-Fragen, haben ewig gedauert zum alle durchlesen, aber sehr cool. Ja, war schön. Ja. Wollen wir dann gleich mal mit der nächsten Frage weitermachen? Mhm. Die hat gelautet, in welchem Alter hat euer Questioning-Prozess circa begonnen? Ich denke, ich würde gleich mal was zu den Ergebnissen sagen.
Ja, also von den Personen, die unsere Umfrage ausgefüllt haben, hat der Großteil angegeben, dass der Questioning-Prozess so entweder im Teenageralter begonnen hat oder, das war die zweite große Gruppe, zwischen 20 und 30. Aber was wir da noch erwähnen wollen, ist, dass das Questioning natürlich in jedem Alter passieren kann. Und auch wenn Personen sich schon in der Community aufhalten, hatten wir oben schon, also unsere Umfragen werden ja von Leuten aus der Community ausgefüllt. Und wie ich gesagt habe, Questioning oder Langzeit-Questioning kann auch eine valide Beschreibung sein. Grundsätzlich jedes Alter, jede Position in der Community, außerhalb der Community, noch nie was damit zu tun, schon damit zu tun gehabt, alles möglich. Also es gibt keine, dann muss ein Questioning-Prozess stattfinden oder dann kann ein Questioning-Prozess nicht mehr stattfinden. Solche Beschränkungen gibt es einfach nicht. Genau, und ebenso wie das mit dem Questioning-Prozess aussieht, ist es natürlich auch mit den Coming-out, sowohl Inneres als auch Äußeres. Das kann in jedem Alter stattfinden oder passieren. Ist genauso wenig an irgendein Alter geknüpft. Vor allem kann es ja auch zeitversetzt stattfinden. Ich meine, viele outen sich ja erst anderen gegenüber, nachdem sie jahrelang schon drüber nachgedacht haben und jahrelang schon damit gelebt haben. Es ist halt nicht jeder Mensch so straightforward wie ich und outet sich im ersten Moment, wo das Label klar ist. Ich glaube, es hat ein paar Wochen gedauert oder ein paar Tage. Ich weiß es nicht mehr. Also in dem Moment, wo es Klick gemacht hat, war dann so, oh scheiße, ich muss es Leuten erzählen. Also das macht nicht jeder Mensch. Ja, genau. Und das ist ja auch niemand oder keine Person ist verpflichtet, sich irgendwo zu outen. Es ist auch niemand verpflichtet, sich ein Label zu suchen. Also eine Person kann ja genauso sagen, ich label mich nicht und passt so für mich. Oder auch Label kann ich verwenden, aber sie sind halt nicht hilfreich für mich oder nur begrenzt hilfreich. Das sind ja auch alles Möglichkeiten. Und ob sich eine Person outet oder nicht, das hängt halt vor allem auch von der Person selbst ab. Und da hat ja die Sicherheit des Umfelds auch einen Einfluss darauf. Also es ist in manchen Fällen, ich will niemandem sagen, was eine Person sollte, aber ich würde Menschen nahelegen, auf ihre Sicherheit zu achten vor einem äußeren Coming-out. Also wenn das Outing unsicher ist und die Situation unsicher macht für die Person und die Person dadurch Probleme bekommt, dann ist das ja ein legitimer Grund, sich nicht zu outen. In welchem Alter hat dein Questioning-Prozess begonnen, Delphine? Das erste Mal, wo ich mich selbst gefragt habe, ob ich wirklich so, cis-hetero bin, war, da muss ich irgendwie 11 gewesen sein. Da habe ich, ich glaube, für ein paar Monate oder sowas, war ich questioning in Bezug darauf, ob ich binär trans bin. Einfach auch, weil ich nicht wusste, dass es Nicht-Binarität gibt. Da hat sich dann aber, also habe ich dann irgendwann gemerkt, nee, das ist es nicht. Und dann war, ja, quasi so die Pause-Taste gedrückt in meinem Questioning-Prozess, weil ich, von sehr vielen Sachen nicht wusste, dass sie existierten. Und ja, dann ging es mit 19 so ein paar Tage, aber nur weiter. Und dann war wieder die Pause-Taste und mit 21 ging es dann voll los. Und bei dir, Tenna? Also der Beginn war ungefähr im selben Alter, so mit 12, wo ich mich also das erste Mal gefragt habe, also weil ich im Umfeld mitgekriegt habe, dass da so die ersten Interessen an anderen Leuten halt waren, also an Partnerschaften und sowas. Und dass da angefangen wurde, für irgendwelche Stars zu schwärmen. Und dann habe ich mich halt gefragt, ja, was bin ich eigentlich? Bin ich hetero, bin ich homo, bin ich bi? Keine Ahnung, dachte dann erstmal, okay, vielleicht bin ich bi, weil ich mag ungefähr alle gleich gern. Und dann habe ich das wieder ausgeschlossen, weil ich halt mit... Ich habe mich ja damals halt für ein Mädel gehalten, weil wegen der körperlichen Erscheinung halt, ne, wegen der biologischen Merkmale, und habe dann halt gedacht, na gut, okay, aber ich stehe nicht auf das, in Anführungszeichen, das gleiche Geschlecht. Ich kann mit den meisten Mädels nichts anfangen, so hobbytechnisch und interessentechnisch, und konnte mir nicht vorstellen, mit denen zusammenzuziehen. Also dachte ich mir, nee. Dann vielleicht kann ich nicht lesbisch sein, also kann ich auch nicht bi sein, also muss ich hetero sein, aber keine Ahnung. Aber da halt niemand an mir interessiert war, habe ich das erstmal weggeschoben. So, das war dann für einen Großteil meiner Pubertät eigentlich nicht mehr relevant. Und dann ging das
ging das erst wieder los, als ich dann in der ersten Beziehung war und mir dachte so, okay, ich scheine ja wohl hetero zu sein, aber irgendwie mache ich das nicht richtig. Und es war halt auch kein dauerhaftes 24/7-Questioning, weil ich habe ja keine Antworten parat gehabt, war halt kein Wissen darüber da. Und habe dann immer so versucht zu sagen, okay, gut, ich bin wohl hetero, aber mach's nicht richtig. Und ich bin wohl eine Frau, aber irgendwie kann ich mit Frauen nichts anfangen und verstehe die auch nicht. Und dann kam das mit 33, dass ich dann zumindest über Asexualität mal gestolpert bin. Und dann so ein paar Monate später, nachdem ich den Begriff gefunden hatte, hat es dann Klick gemacht. Kam auch relativ schnell das äußere Coming Out. Und wie gesagt, ich war so sehr, sehr mitteilungsbedürftig. Ja, und dann kam irgendwann nochmal das Questioning dazu, was das Geschlecht angeht. Weil ich halt auch irgendwie gemerkt habe, so mit Frau konnte ich mich nie identifizieren. Ich fühlte mich da nie angesprochen. Und da war ich aber eben schon in der Community drin, habe dann den Begriff Agender gesehen und direkt gesagt, jo, passt. Also das hat nicht ganz so lange gedauert wie das mit dem Asexuellen. Also insgesamt kann man sagen, mit Pausen war ich 21 Jahre am Suchen. Wow, ja. Also ich kann euch so weit, oder es geht bei mir so weit in eine ähnliche Richtung wie bei euch, dass ich recht früh zum ersten Mal im Questioning war, allerdings im Gender-Questioning auch, so ähnlich wie bei Delphine. Ich kann gar nicht genau sagen, wann das war, aber ich dachte tatsächlich auch damals an Binär-Trans, weil das kannte ich. Also ich wusste, dass Binär-Trans-Personen existieren, ich wusste, dass homosexuelle Personen existieren, keine Ahnung, wann ich erfahren habe, dass Bi-Personen existieren, aber das waren so die paar Sachen, die ich kannte zu dem Zeitpunkt, und von Nicht-Binarität hatte ich noch nie gehört, hatte dann aber, ich kann auch nicht genau sagen, wann das war, aber woran ich mich erinnere, ist, dass ich dann mit 13 oder 14, ich bin mir nicht ganz sicher, einfach mal dann entschieden habe, nö, das ist nicht so und das ist kein Problem. Also Problem halt deswegen, weil es mir von meinem Umfeld zu der Zeit halt nahegelegt worden ist, dass es schlecht ist, trans zu sein, und dass es auch schlecht ist, homosexuell zu sein, also es generell schlecht ist, queer zu sein, und dass das quasi Entscheidungen sind, die ein Mensch quasi trifft. Also ich konnte das auch nicht so als Identität verstehen oder auch nicht als etwas verstehen, was irgendwie persönlichkeitsstiftend ist, sondern eher als ein Verhalten, unter Anführungszeichen, das aber nicht gut ist und nicht richtig ist. Und deswegen habe ich damals selber gesagt, ich habe hier kein Problem, Ende, Punkt, aus, und habe quasi selber die Stopptaste gedrückt. Das hat nicht geholfen. Es hat eher dazu geführt, dass ich dann in bestimmten Situationen, dass das immer wieder hochkam und ich es aber gar nicht zuordnen konnte und gar nicht sagen konnte, was eigentlich los ist in diesen Situationen. Ist aber ein anderes Thema. Jedenfalls ist dann sehr lange nichts passiert, bis ich, keine Ahnung, 21, 22 war. Ja, da hat dann eigentlich erst mein Ace-Aro-Questioning begonnen, insofern, dass es einfach so eine Zeit gab, wo einfach Leute an mir interessiert waren, was ja auch total legitim war, aber ich überhaupt keine Ahnung hatte, wie ich damit umgehen sollte. Ich einfach nur gemerkt habe, irgendwas stimmt für mich nicht oder ich will das nicht oder irgendwas läuft gerade falsch oder so, was halt auch in für mich unguten Situationen geändert hat erstmal. Und ich habe dann mit einer Person tatsächlich drüber gesprochen und ja, dann bin ich wieder in den Questioning-Prozess gekommen und habe diese Label gefunden und dann auch sehr schnell nicht binär, als ich in die Community kam. Und dann hatte ich nochmal vor 2 Jahren einen Questioning-Prozess, als ich das Label Asexualität, asexuell gegen Grey Ace ausgetauscht habe. Dann im Endeffekt, ja, das hat Mitte 2021 begonnen, da war ich 24. Was mir jetzt gerade aufgefallen ist, also ich meine, wir haben ja ungefähr im selben Alter angefangen, uns das erste Mal zu fragen, aber bei euch hat das ja so insgesamt nicht so lange gedauert. Und ich vermute, das liegt auch ein bisschen daran, dass ich ein deutliches Stückchen älter bin als ihr beide und in einer Zeit halt Teenager war, als es das Internet noch nicht wirklich gab. Ja, also klingt für mich sinnvoll, ja. Wobei ich tatsächlich nicht mal durchs Internet, also gut, ich habe durch eine Fanfiction erfahren, dass es das Label Ace gibt, aber alles andere habe ich erst durch eine Freundin erfahren, weil ich nie auf die Idee gekommen bin, irgendwas in die Richtung zu googeln, weil ich gar nicht wusste, dass es irgendwas geben könnte. Und bin dann einfach immer bei kaputt hängen geblieben. Und das war das dann. Wahrscheinlich ist bei mir eher gut, dass meine FreundInnen so viel im Internet unterwegs sind und mich dann dadurch draufgebracht haben. Weil sonst wäre es mir, glaube ich, auch nicht aufgefallen.
gefallen. War ja bei mir auch so. Im Endeffekt hat eine befreundete Person von mir gesagt, hey, such dir mal Leute, denen es so ähnlich geht. Und ich war so, wait, what? So, und das war ja in meinem Umfeld und in meinem dörflichen Umfeld und in meinem noch Prä-Internet-Umfeld halt nicht so in dem Maße möglich. Ja, also im Endeffekt war es bei euch dann so Aufklärung bei Proxy. Ja, also ich habe dann halt auch mal gegoogelt und dann irgendwann in einem Forenbeitrag unter der Frage, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was es war, es ist irgendwie so, ein Freund von mir behauptet, er wäre noch nie verliebt gewesen, kann das stimmen oder so. Mhm. Also diese ganzen furchtbaren Forenbeiträge, die ich mir da gegeben habe in dieser Suche oder mein Freund möchte mich nicht küssen, ist etwas falsch mit unserer Beziehung, alles andere läuft gut und die ganzen Antworten darunter könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen. Ja, also ich habe mir das tatsächlich gegeben, weil diese befreundete Person von mir ja offensichtlich überzeugt davon war, dass ich irgendetwas finden muss. Das hat gedauert und gedauert und gedauert, aber ich fand dann in irgendeinem dieser Foren-Threads fand ich eine Antwort, die Asexualität erwähnt hat. Dann habe ich Asexualität gegoogelt. Und ich hatte ja ursprünglich nicht mal für mich selber gesucht. Ich hatte tatsächlich für eine Figur aus einer meiner Geschichten was gesucht. Das war ja noch der Witz dabei. Das hat mich nämlich mehr interessiert als ich selber. Und dann bin ich über 10 Ecken dann aufs Elvenforum gestoßen und habe dann so ein paar Sachen gelesen und dachte mir, okay, das kommt dir bekannt vor, aber na, hat nichts mit dir zu tun. Also ich habe wirklich krampfhaft versucht, es wegzuschieben, weil ich ja gewohnt war, es wegzuschieben. Und dann irgendwann ging das halt nicht mehr. Es hat so ein paar Monate, wie gesagt, gedauert und dann hat es auch immer so bang, klick. Aber ich finde das durchaus spannend, also dass es da gewisse Ähnlichkeiten gibt in dem Prozess, also mit dem Beginn und ne, also mit diesen Pausen und so weiter, gerade wenn keine Informationen da sind, aber dass es dann auch wieder ganz, ganz fundamentale Unterschiede gibt. Ob man für sich selber sucht, ob man alleine draufkommt oder ob man Hilfe braucht von außen, ob man angeschubst werden muss, ja, spannend. Ich finde das auch echt spannend und mir ist gerade etwas klar geworden, so wo wir hier gesprochen haben, weil also ich hatte die Situation lange Zeit nicht, dass ich dann gehabt hätte, dass Leute auf mich gestanden haben. Und ich glaube, das war, weil ich mich unterbewusst für ein Mädchengymnasium entschieden habe, weil ich bloß nichts mit dem anderen Geschlecht so viel zu tun haben wollte, weil ich wollte nicht, dass ich jemals in die Situation komme, dass irgendwer von mir etwas möchte. Und das ist mir gerade erst so aufgefallen. Ja gut, die Möglichkeit gab es bei mir nicht, weil die Gymnasien, die bei uns um die Ecke waren, waren halt alle gemischt. Also ich habe das dann anders gemacht. Ich habe dann halt unterbewusst mich halt sehr, in Anführungszeichen, unattraktiv gekleidet. Also ich hatte teilweise kurze Haare, ich war halt dick, ich hatte total labberige Klamotten an, also so ausgewaschene Jeans und alles möglichst weit, damit man keine Kurven sieht und nah. Habe tatsächlich irgendwann auch eine Fehlhaltung entwickelt am Rücken, weil ich ja Busen verstecken wollte und so weiter. Das ist halt echt scheiße. Wenn du mit 12 eigentlich schon den Busen von einer ausgewachsenen Frau hast, ne? Und entsprechend dann anders behandelt wirst, das versuchst du dann zu kaschieren. Und das hat die ganze Teenagerzeit aus wunderbar funktioniert. Aber ich bin auch ehrlich gesagt froh, dass es die Option Mädchengymnasium nicht gab bei uns, weil das wäre für mich tatsächlich der Horror gewesen. Wie gesagt, ich konnte ja ab einem gewissen Punkt mit den meisten Mädels, in Anführungszeichen, so was die Interessen angeht, nichts anfangen. Das war für mich eine fremde Welt. Ich hatte eher was so hobbymäßig mit einigen Jungs zu tun. Das wäre für mich absoluter Horror gewesen. Das hätte nicht funktioniert. Ging mir tatsächlich ähnlich. Also ich hatte auch immer viel mit Jungs zu tun. Ich hatte lieber mit Jungs zu tun oft. Also es war für mich irgendwie weniger fremd auf so eine Art, auf so eine seltsame. Ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Ab der Pubertät auch erst? Nein, ganz am Anfang. Ich hatte in der Grundschule schon mehr mit Jungs zu tun und war für mich furchtbar, als wir Preteens wurden und es plötzlich von sehr, sehr vielen Jungs hieß, nur nicht mehr mit Mädchen befreundet sein oder so. Das war ziemlich schlimm damals für mich. Ja gut, bei mir war es tatsächlich so, dass ich so bis so 11, 12 relativ viele Freundinnen hatte. Dann hat sich das halt massiv reduziert und dann ist es halt so ein bisschen umgeschlagen. Das hatte halt dann wirklich mit den Interessen zu tun, weil bis dahin waren die Interessen noch relativ ähnlich und auf einmal ist es gekippt und die Themen haben sich halt nicht mehr so überlagert. Aber ich hatte Glück, die Jungs, mit denen ich befreundet war, hatten jetzt kein Problem damit, ein scheinbares Mädchen dann im Team zu haben. Ich hatte mich tatsächlich halt als Kind, soweit ich mich erinnere, mehr mit Jungs identifiziert als mit Mädchen.
Ich hatte mich auch damit, ein Mädchen zu sein, auf die Art nie identifiziert. Meine Identifikationsgruppe waren halt Jungs und das kann in anderen Umgebungen anders sein, wo vielleicht Genderrollen schon aufgebrochener sind, weiß ich nicht. Aber für mich war es so, dass wir halt ins Preteen-Alter kamen und dann nicht alle, aber sehr viele halt einfach weggebrochen sind. Beziehungsweise ich nicht mehr eingeladen wurde oder so Sachen, ja. Na gut, wollen wir unseren Exkurs beenden und vielleicht eine Frage weitergeben? Genau, zur vierten Frage gehen wir dann. Oder dritten in der Reihenfolge, die wir hier haben. Ja, und zwar hat die Frage gelautet, wie oft und wie lang wart ihr circa im Questioning jeweils oder seid ihr gerade noch in einem Questioning-Prozess? Ja, Tanner, was sagst du dazu? Ja gut, ich meine, ich habe das ja eigentlich lang und breit beantwortet. Also der Questioning-Prozess hat bei mir ja mit Unterbrechungen 21 Jahre gedauert, was die Asexualität angeht. Bei der Geschlechtsidentität hat es dann ein paar Jährchen länger gedauert, aber auch nicht viel. Ja, was die romantische Orientierung angeht, da dachte ich lange, ich wäre heteroromantisch und dann habe ich irgendwann gemerkt, so, nicht wirklich. Aber das dauert halt noch an, aber ist, wie gesagt, im Hintergrund nicht so wichtig. Also das hat nicht so viel Einfluss eigentlich auf meinen Alltag. Wahrscheinlich gucke ich deswegen nicht so danach. Bei mir sind die verschiedenen Questioning-Prozesse sehr unterschiedlich lang gewesen. Also ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass ich mit 11 angefangen hatte, das erste Mal zu questionen. Und dann bin ich mit ungefähr 19 zum ersten Mal auf Ace gestoßen, aber habe da eine Definition gefunden, die nicht auf mich passte. Ist auch nicht die, die ich dann später kennengelernt habe. Eine Definition, die sich nicht nur auf ich will keinen Sex und habe keine Libido bezog, sondern tatsächlich auf die Anziehung. Ich glaube, bei Ace, da habe ich, glaube ich, ein halbes Jahr ungefähr gebraucht. Und da hat mir wahrscheinlich sehr geholfen, dass eine meiner besten FreundInnen mich direkt gefragt hat, sag mal, bist du eigentlich Ace? Und da dachte ich, okay, wenn ich das schon gefragt werde, dann heißt das was. Und dadurch ging das mit Ace dann für meine Verhältnisse relativ schnell. Und weil ich dann auch gelernt habe, oh, es gibt Nicht-Binarität, es gibt Pan und alles Mögliche und nicht nur lesbisch, schwul und bi und binär trans. Dann habe ich angefangen, auch mein Geschlecht zu hinterfragen. Hatte da aber sehr viel Probleme mit dem Gedanken, dass ich nur irgendwas appropriate. Und da habe ich tatsächlich, ich glaube, 2-3 Jahre gebraucht, bis ich dann irgendwann mal bei Agender gelandet bin und damit dann ganz zufrieden war. Da bin ich mittlerweile auch noch abgekommen und habe das ein bisschen passender für mich aufgeschlüsselt. Aber das hat sehr lange gedauert. Und ich glaube, Aro hat ungefähr ein Jahr gedauert, um da zu landen. Aber als ich dann einmal gedacht habe, okay, Aro und S, das passt eigentlich ganz gut, war dann auch so, okay, das passt gut genug. Ich höre jetzt auf, das zu hinterfragen und fertig. Ich kann gar nicht genau sagen, wie lange mein erstes Questioning gedauert hat, weil ich mich nicht mal daran erinnern kann, wann es angefangen hat, nur wann ich es beendet habe. Dann, wie ich 22 war, ich glaube, das ging halt, ja, das ging, finde ich, also ich denke vergleichsweise, also es hat dann schon erstmal die Zeit, wo es mich halt so beschäftigt hat, weil es eben mehrere Leute gab, immer wieder, die an mir interessiert waren. Aber da hatte ich ja noch erst einmal keine Ahnung, dass das irgendwas mit romantischer Orientierung zu tun hatte oder sexueller Orientierung, sondern ja, aber in dem Moment, wo mir dann wer gesagt hat, such doch mal, und da finde ich das sehr spannend, was du vorher gesagt hast, dass es für dich, Delphine, dass es für dich gut war, dass wer gesagt hat oder dich gefragt hat, bist du Ace, das hätte bei mir überhaupt nicht funktioniert. Und ich sage zwar immer, das war der unpräziseste Ratschlag meines Lebens. Also um genau zu sein, sage ich immer, das war so, diese befreundete Person hat mir quasi den besten, aber unpräzisesten Ratschlag in meinem Leben gegeben. Aber auch wenn ich das so sage, es hätte nichts gebracht, mir zu sagen, kann sein, dass du aromantisch bist, kann sein, dass du asexuell bist. Das wäre nicht so hilfreich gewesen, wie es eben gewesen ist, dass ich selber danach gesucht habe. Andererseits, ich kannte die Begriffe halt nicht. Ja, umgekehrt hätte bei mir der Vorschlag mit dem, ja, schau mal nach, such mal, ob es Leute gibt, denen es genauso geht. Das wäre bei mir, glaube ich, im Sande verlaufen, weil eventuell hätte ich mal gesucht, aber wenn ich nicht direkt was gefunden hätte, hätte ich wahrscheinlich aufgegeben. Mag aber auch mit meinem psychischen Zustand zu tun gehabt haben, dass ich sowieso dachte, okay, es geht sowieso keiner Person so wie dir. Ich glaube, das hat dann auch mit reingespielt.
Ja, ich hatte dann halt gesucht in der Woche danach, dann asexuell als Begriff auch nach einiger Zeit gefunden und dann fing so das Questioning in dem Sinne eigentlich an. Kann ich jetzt auch nicht sagen, wie lange es gedauert hat eigentlich, aber nicht so ewig lang jedenfalls, also vielleicht ein paar Monate maximal. Habe mich dann aber nicht gleich in die Community begeben. Das hat noch ein bisschen gedauert und als ich dann in der Community war, mein Non-Binary Questioning war ja quasi nicht existent unter Anführungszeichen, weil das nicht mal eine Minute war. Also ich hatte davor, glaube ich, einen Artikel mal gelesen über eine non-binäre Figur, die They-Them-Pronomen verwendet in einem Film oder einer Fernsehserie, ich weiß es nicht mehr. Aber ich bin dann zum ersten Mal einer nicht-binären Person begegnet, die einfach eine echte Person war, mit der ich gesprochen habe, die keine Pronomen verwendet hat. Und in dem Moment war es, das will ich, das bin ich, ich will auch, dass keine Pronomen für mich verwendet werden. Das ist eigentlich, wie ich will, dass Menschen mir begegnen. Und ich glaube, eine halbe Minute vielleicht beschreibt das ganz gut, ich weiß es nicht. Das ging sehr schnell. Ja, und dann halt mein Grey Ace Questioning hat, glaube ich, so ein Dreivierteljahr dann gedauert im Gesamten, circa. Ich hatte tatsächlich Anfang diesen Jahres auch noch einen recht kurzen Questioning-Prozess. Ich bin über die Community auf ganz viele Begriffe gestoßen, die ich vorher nicht kannte und habe dann gedacht, oh, das klingt voll cool, das muss ich mir mal durchlesen und bin dann von Hölzchen auf Stöckchen gekommen und hatte dann so eine ganze Liste an Labeln, wo ich dann überlegt habe, okay, treffen die auf mich zu? Also eigentlich wusste ich bei den meisten direkt, ja, das klingt eigentlich voll nach mir und es hat dann, weiß ich nicht, maximal einen Monat gedauert, bis ich dann gemerkt habe, okay, das sind so, weiß ich nicht, 5, 6 Label, die auf jeden Fall auf mich zutreffen und die ich für mich nutzen möchte. Aber es sind auch noch weiter Label da, wo ich am Überlegen bin. Das heißt, bei mir ist so, ich habe mein Aro Ace, Agender, Flux, so stelle ich mich ja hier meistens vor. Das sind so die Label, mit denen komme ich gut klar, da stelle ich mich mit vor, aber so für mich selber finde ich gerne raus, was noch genauer passt, weil ich das von mir aus so schlecht beschreiben kann und es mir hilft, dann irgendwie diese Label-Definition oder Beschreibungen zu lesen, um zu merken, oh ja, so geht es mir auch, jetzt kann ich es benennen und da habe ich weiterhin noch so Label, wo ich dann ja in Bezug darauf questioning bin. Begriffe können ja auch Gedankenanstöße sein. Genau. Also das finde ich einen voll guten Punkt. Ich wollte gerade noch sagen, was ich auch gerade interessant finde, ist, dass mein kürzestes Questioning dieses Gender-Questioning war, weil das, glaube ich, das ist auch, was mich als Kind, Preteen, Teen, bis ich das eben quasi abgeschaltet habe erstmal, am meisten beschäftigt hat, beziehungsweise was auch am klarsten war und wo ich auch die ganze Zeit wusste, eigentlich auch im Hinterkopf, selbst wenn ich es mir nicht eingestehen wollte oder konnte auch, oder selbst wenn ich in Situationen war, wo ich nicht sagen könnte, warum weine ich jetzt oder warum reibt mich die Situation gerade so auf oder was ist eigentlich gerade los, dass das eigentlich immer präsent war irgendwo. Während ich bei Ace-Aro-Themen das eher so ein Stück sagen konnte, ja, vielleicht ändert sich das irgendwann oder so. Und ich finde es spannend, dass Grey Ace dann am längsten gedauert hat, weil es da um diesen Labelwechsel ging und was passt jetzt wirklich gut und so. Aber ich kann das auch mit dem schnellen Annehmen von deinem ja, geschlechtlichen Label insofern aber auch sehr gut nachvollziehen, als meine Freundin mir erzählt hat, okay, es gibt Nicht-Binarität, war ich auch so, oh mein Gott, das passt. Ich habe mich nur nicht getraut, es für mich zu nutzen. Stichwort Imposter-Syndrom und sowas. Aber war dann auch, ich glaube, innerhalb von 2 Monaten oder so, war ich dann, oh, Girlflux, das ist nicht ganz so extrem, in Anführungszeichen, wie Nicht-Binarität. Binär, sondern noch so ein bisschen an dem, was ich bisher so gedacht hatte, was ich bin. Von da habe ich mich dann in diesem Questioning-Prozess, der so 2 Jahre oder so dann dauerte, weiter vorgearbeitet, eigentlich auch zu akzeptieren, dass ich Label nutzen darf und dass das okay ist, das zu tun. Ich glaube, das war der größte Teil, den ich da irgendwie lernen musste, dass es voll okay ist, diese Label zu nutzen. Voll spannend. Wollen wir uns noch den Antworten widmen, die unsere Umfragen-Ausfüllenden uns dargelassen haben? Klingt nach einer guten Idee. Gut, dann fange ich mit der ersten Antwort an.
Soll ich den ganzen Spaß als Teenager mitzählen, als ich festgestellt habe, dass allosexuelle und alloromantische Menschen ein Ding sind, obwohl ich aus irgendeinem mir heute nicht mehr erfindlichen Grund nicht einen Millimeter weitergedacht habe, ohne dass zwei richtige Questioning-Prozesse. Meine romantische Anziehung oder Nicht-Anziehung habe ich hauptsächlich ein paar Monate lang hinterfragt. Jedoch hat es noch eine Weile gedauert, bis ich mich auch mit dem Label demiromantisch und auf dem aromantischen Spektrum zu sein wohlgefühlt habe. Mein Gender habe ich gefühlt ewig hinterfragt. Angefangen mit transmaskulin, in einer längeren Phase starker Dysphorie, das ich absolut nicht wahrhaben wollte, bin ich wieder zur Cis-Frau zurück. War aber auch nicht das Wahre. Dann habe ich mal nicht binär versucht, dann wieder trans. Irgendwann habe ich dann festgestellt, dass mein Geschlecht eine fluide Komponente hat. Am Ende hatte ich keine Lust mehr und dachte mir nur noch, wisst ihr was, ihr könnt mich mal gern haben. Mein Geschlecht ist ein undefinierbares Chaos. Ich mag die Antwort so. Ich finde den letzten Part, die letzten zwei, drei Sätze echt relatable auch irgendwie, weil ich selber auch so einen fluktuierenden Part dabei habe, der es auch irgendwie schwer macht, so Dinge zu fassen. Sehr cool. Auch eine sehr coole Formulierung. Ein undefinierbares Chaos. Was ich wichtig bei der Antwort finde, ist einerseits dieses, eine Person kann sich auch entscheiden, bestimmte Aspekte nicht zu labeln oder auch einfach sich mit Schirmbegriffen auch genügend beschrieben fühlen, je nachdem. Voll. Oder auch sich gar nicht zu labeln, das geht natürlich auch. Und andererseits auch, dass Questioning auch so ein Durchprobieren sein kann. Oder auch, wie du vorher beschrieben hast, Delphin ein sich annähern, weil es einfach dauert, weil manchmal auch ausprobiert werden muss, wie fühlt sich etwas an. Also kenne ich von mir jetzt gar nicht so sehr, aber es ist einfach manchmal auch ein Durchprobieren oder ein Schauen, passt das jetzt und dann passt vielleicht was anderes besser oder so. Ja. Genau. Ja, wir haben noch eine Antwort. Die kann vielleicht so ein bisschen als Gegensatz oder Art Gegensatz gesehen werden. Da hat eine Person geschrieben, ich war einmal Questioning gewesen und das circa 5 bis 6 Stunden. Die Person verwendet das Label asexuell. Ja, das geht eher in meine Richtung halbe Minute oder so. Ja, genau. Bisschen länger. Ja, ich finde es gleichzeitig voll cool. Irgendwie für mich selber verwirrend, weil ich zum Beispiel so 5, 6 Stunden ist so, oh mein Gott, ich habe ewig gebraucht. Menschen wissen das so schnell, dass so, okay, wie können Menschen das wissen? Aber andererseits finde ich das mega cool und ich finde es interessant, wie groß die Spanne war, weil wir hatten auch generell bei den Antworten, die wir bekommen haben, das ging alles von zwischen ein paar Stunden bis gar nicht oder länger als 10 Jahre. Das war sehr unterschiedlich. Ich finde das auch schön, dass es einfach für jede Person so unterschiedlich sein kann und was auch zeigt, okay, wenn ich jetzt 5 Jahre Questioning bin, ist es nicht irgendwie komisch oder so, sondern das ist dann einfach so. Ja, und das ist auch voll okay. Und manche Leute beschreiben ihr Questioning auch so als einen langen Prozess über mehrere oder nur ein Label oder auch als einzelne Prozesse über verschiedene Label hinweg. Das ist auch total unterschiedlich. Und manchmal liegt da zwischen diesen Phasen auch mehr Zeit, manchmal weniger, also total verschieden. Und ich meine, Menschen sind auch verschieden und jeder braucht unterschiedliche Zeiten oder hat unterschiedliche Zeiten auch. Aber ich finde das immer sehr spannend, habe das sehr spannend gefunden, auch zu lesen. Ich frage mich halt gerade, welche Faktoren damit reinspielen, dass manche Leute schneller da ankommen und manche das ständig vor sich wegschieben oder eben Jahre brauchen, bis sie die passenden Begriffe mal finden. Also es hat ja nicht nur was mit Sichtbarkeit zu tun oder mangelnder Sichtbarkeit, sondern mit Sicherheit auch mit Persönlichkeitsstruktur oder der Art, wie wir erzogen wurden, wie wir aufgewachsen sind, in welchem Umfeld und so weiter. Also das sind halt Fragen, die können wir wahrscheinlich jetzt nicht so beantworten. Die zu stellen, finde ich erstmal unheimlich spannend. Ja, genau. Also ich würde dir da aber auch zustimmen. Also so Umfeld ist sicher so ein Thema. Für mich waren ja auch Umfeldeinflüsse, warum ich mein erstes Questioning oder ich meine, es war ja im Endeffekt dann nicht mal mehr Questioning, weil der Punkt, an dem ich gesagt habe, das ist kein Problem, war ein Punkt, an dem ich dachte, ich wäre binär trans. Also das einerseits, aber das kann sicher auch dazu führen, dass Menschen sich dann nicht mehr damit auseinandersetzen oder nicht mit Dingen auseinandersetzen. Das war es ja für mich dann auch im Endeffekt über mehrere Jahre lang. Und das andere, was ich auf mich bezogen sagen kann, was vielleicht damit zu tun hat, was ich in der Imposter-Folge
finde, also wir hatten ja auch schon mal eine Folge zu queerem Imposter-Syndrom und da bin ich drauf gekommen, dass ich überhaupt, also ich weiß nicht, ich weiß, dass das etwas ist, was voll viele beschäftigt und was für voll viele Leute ein Thema ist in der queeren Community auch. Aber ich kann mich nicht erinnern, selber jemals mit queerem Imposter-Syndrom zu tun gehabt zu haben. Und das macht da sicher auch einen Unterschied. Ich glaube, also bei mir persönlich war definitiv Sichtbarkeit etwas, was eine große Rolle gespielt hat, beziehungsweise eben die nicht vorhandene Sichtbarkeit von dem, was es gibt. Ich war davor schon nicht sehr irgendwie selbstbewusst oder so und war immer eher so ein, schon immer so ein Kind mit vielen Sorgen und hatte auch öfter so generell Gedanken wie, ist das, was ich jetzt gerade fühle, valide oder ist es irgendwie, weiß ich nicht, eine Reaktion nur auf irgendwas, was ich gerade erlebe. Und dadurch habe ich mich selber immer schon sehr viel in Frage gestellt, wahrscheinlich mehr als nötig wäre und mehr als, das Wort ist eigentlich ein bisschen ungünstig, aber mir fällt gerade nichts anderes ein, mehr als gesund. Und ich glaube, das hat dann auch dazu geführt, dass bei mir so Schwierigkeiten da waren, irgendwie anzunehmen, dass ich wirklich in der Community sein könnte und das nicht nur irgendwie sein möchte, zusammen mit so tollen feindlichen Aussagen, die Mensch so mitbekommt, ja, das ist ja nur ein Trend und sowas und die wollen ja alle nur Aufmerksamkeit. Ich weiß aber auch von anderen Leuten, dass das Umfeld, also ich hatte Glück mit meiner Familie, da tatsächlich, weil ich einen schwulen Patenonkel habe. Das heißt, die Familie ist schon mal durch das ganze Thema durch, dass sich Leute öffnen mussten und so weiter. Aber ich weiß davon Personen, wo es sehr schwierig ist, weil die Familie einfach nicht die Ahnung hat und teilweise auch ja, eher so Feindlichkeiten reproduziert, wo das einfach ein Riesengrund ist, sich auch mit sich selber auseinanderzusetzen, beziehungsweise insofern auseinanderzusetzen, dass da auch was bei rauskommen kann, weil die Person dann auch er nicht möchte, dass sie irgendwie queer ist, weil das einfach dann einen Clash mit der Familie geben könnte. Also queer sein wollen habe ich auch nicht. Aber ich wusste halt, dass ich es bin. Bis zu dem Punkt, wo du halt gelernt hast, dass es eine Entscheidung ist, lebst du das oder lebst du es nicht? Und dass dann sagst, nö, ist nicht. Punkt. Aber das, was wir gerade haben oder das Thema, das du gerade angefangen hast und ich gerade aufgegriffen habe in einer anderen Intensität, glaube ich, da hatten wir auch beim Lesen der Antworten gesehen, dass dieses Akzeptieren der eigenen Orientierung bzw. Geschlechtsidentität auch ein Thema ist im Questioning für viele. Also tatsächlich nicht nur für uns, auf welche Art und Weise auch immer. Na gut, ich habe mir tatsächlich am Anfang, auch wenn es Klick gemacht hat, eine Weile doch recht schwer getan. Also wie gesagt, bis es Klick gemacht hat, hatte ich es versucht ja wegzuschieben. Ne? So nach dem Motto, hier, nein, ich recherchiere ja nur für meine Figur. Und als es dann Klick gemacht hatte, war das so ein Wechselbad zwischen, oh geil, ich habe endlich die Antwort auf die Frage meines 12-jährigen Ich, was bin ich denn eigentlich gefunden? Und scheiße, ich bin jetzt endgültig kaputt. Ja, und ich kann es nicht ändern. Also das war wirklich richtig fies, zumal ich ja zu dem Zeitpunkt ja auch noch in der Beziehung mit meinem Mann war und dachte so, okay, jetzt hast du die ganze Zeit Ausreden gefunden, warum es nicht geht und jetzt kannst du dich aber wirklich nicht mehr überwinden, weil jetzt weißt du ja, was für einen Grund du hast, warum du eigentlich nicht willst. Ne? Und jetzt konnte ich mich halt nicht mehr selber belügen. Die ganze Zeit hatte ich mir noch was vorgemacht, von wegen, ja, ich bin ja eigentlich eine Hete und ich muss das nur oft genug probieren und dann funktioniert es schon. Und dann war klar, scheiße, ich bin asexuell. Das heißt, ich kann, also es ändert sich auch nicht und egal wie sehr ich es probiere, also muss ich das jetzt lassen, sonst ist das ungut. Ne? Und da spielen bei mir halt auch eben dieses jahrelange Verbiegen mit rein. Es spielt mit rein, dass mir von meinem Umfeld auch immer wieder gespiegelt wurde, dass sobald ich irgendwie Sachen geäußert habe, die von der Erwartungshaltung abgewichen sind, ich für nicht ganz dicht erklärt wurde. So nach dem Motto, aha, du hast ja keine Ahnung, du bist weltfremd, du bist naiv, wir wissen alles besser, wir kennen dich besser als du dich selber und das macht halt was, ne? Und das hat mich dann auch dazu gebracht, dass ich zwar schon mich geoutet habe relativ schnell, aber gleichzeitig auch immer wieder in so einen Wechsel zwischen, ja, ich bin froh, dass ich es endlich weiß und ah, scheiße, was ist, wenn ich mir dann nur was vormache und mich belüge und
mich viel zu früh geoutet habe. Ich war ständig in diesem Ping-Pong drin, bis vor ein paar Jahren eigentlich. Also das könnte man theoretisch auch als Questioning-Prozess bezeichnen, aber ich würde es eher als Kampf um die eigene Akzeptanz, um die Selbstakzeptanz bezeichnen. Ich finde das voll spannend, weil halt eben, wie ich gesagt habe, dieses bin ich das oder habe ich jetzt was Falsches gefunden oder so, das hatte ich halt in der Form nie, sondern es war für mich wirklich einfach ein Akzeptanzproblem. Ja, bei mir war es auch mehr, also in dem Moment, wo es Klick gemacht hatte, auch nur noch ein Akzeptanzproblem. Das war, ja, also dieses Annehmen der eigenen Identität. Ich vermute mal, dass es einfacher ist, wenn man nicht vorher jahrzehntelang damit aufgewachsen ist, sich selber komplett in Frage zu stellen. Ja, also gehe ich mal davon aus, ja. Ich vermute es mal. Es basiert jetzt einfach nur so auf meinen Beobachtungen. Es kann auch vollkommen falsch sein, die Einschätzung. Also ich denke, was vielleicht noch so ein bisschen ein Thema ist im Questioning-Prozess oder so, ist, dass es eben nicht immer Label gibt, die komplett gut passen oder die einen komplett beschreiben. Also das ist ja auch so ein bisschen was ich ab und zu mal sage, dass einfach Label ja auch Kategorien sind, ein Stück weit, und Vereinfachungen und Menschen halt nicht gemacht sind, um in irgendwelche Kategorien zu passen, aber dass es mehr, also dass der Grund oder Gründe, Label zu verwenden, sind ja vielfältig, aber dass es mehr so ist, dass Label genug passen oder genug beschreiben, und manche Leute haben vielleicht das Erlebnis auch, dass ein Label sie wirklich sehr, sehr gut beschreibt, aber am Ende für manche Erfahrungen gibt es halt jetzt vielleicht nicht das perfekte Label oder ein Label passt einfach wirklich nur genug und nicht ideal. Da sind Erfahrungen einfach auch ganz verschieden und menschliche Erfahrungen sind so unterschiedlich, dass sie sich einfach auch nicht in Boxen pressen lassen, denke ich. Und gleichzeitig haben wir aber oft so, oder habe ich das Gefühl, dass manchmal recht hohe Erwartungen an Label bestehen. Also das Label zu finden, das mich jetzt genau beschreibt oder das die Erfahrung jetzt genau beschreibt. Und das ist ein cooles Erleben, wenn so ein Label dann mal gefunden wird. Aber ich glaube, dass das den Questioning-Prozess manchmal auch erschweren kann. Ja, durchaus. Vor allem, wenn dann noch hinzukommt, dass, also wenn man dann noch Leute um sich hat oder auf Leute stößt beim Suchprozess, die dann irgendwelche Definitionen sehr eng auslegen und dadurch Gatekeeping betreiben. Das ist dann auch mal wieder sehr schön, nicht? Ja. Aber manchmal reicht es einfach, wenn man einen Fuß oder eine Hand in der Schublade hat und wenn das alles ist, was reinpasst und oder womit sich dann überschneidet, das ist doch auch okay. Voll. Finde ich auch ein sehr schönes Bild, sich das so vorzustellen. Ich stehe so vor einem Schrank mit ganz vielen Schubladen und hier, da packe ich einfach meine Hand rein, die passt halt nur rein und der Rest nicht. Aber das finde ich super cool, ja. Das geht schon so. Muss ja nicht gleich der ganze Mensch rein. Also wir müssen es ja nicht übertreiben. Ja, ist halt auch gar keine Notwendigkeit da, dass wir in irgendwelche Schubladen passen. Weil genau, wenn wir genau in eine Schublade passen wollen, dann brauchen wir wahrscheinlich so viele Schubladen, wie es Menschen gibt. Das können wir machen, aber es halt. Dann machen halt die Kategorien und Schubladen auch keinen Sinn mehr. Also ich würde mal behaupten, Kategorien sind per Definition Abstraktionen, weil wir mehrere Erfahrungen Menschen manchmal in diesem Fall oder mehrere menschliche Erfahrungen unter einem Begriff subsumieren. Das heißt, der Begriff fasst die zusammen, abstrahiert von denen, was sie gemeinsam haben. Insofern, wenn wir sagen, wir verwenden für eine Erfahrung oder was weiß ich, ist ja auch bei anderen Dingen. Wir sagen, wir subsumieren sämtliche Katzen unter dem Begriff Katze. Wenn wir für jede Katze einen eigenen Begriff nehmen würden, also für jedes einzelne Individuum, erfüllen diese Begriffe nicht mehr denselben Sinn wie der Begriff Katze. Oder wir nehmen einfach mal antike Kulturen. Also das Römische Reich zum Beispiel war riesengroß, ja. Aber ein Römer in der britischen Kolonie war ein bisschen anders als ein Römer in der gallischen Provinz, ne? Und trotzdem waren es alle Römer. Ja. Und die Abstraktion hat halt da auch einen Zweck. Und genauso ist es halt bei Label. Ja. Wobei wir natürlich keiner Person absprechen möchten, ein neues Label quasi
nicht zu erfinden, zu definieren, weil vielleicht ist das, was ich als neues Label aufschreibe, etwas, was andere Leute auch beschreibt. Und es ist natürlich auch okay, wenn nur ich die einzige Person bin, die dieses Label nutzt, weil das ist ja auch gar nicht irgendwie die Notwendigkeit, dass andere dieses Label auch benutzen. Also genau, wir sprechen gar nicht dagegen, dass ihr, wenn ihr möchtet, ein Label definiert oder eins, was euch sehr genau definiert, das ist voll okay. Aber ihr müsst nicht ein Label finden oder definieren, das euch genau beschreibt. Die Notwendigkeit ist nicht da. Einfach das, was hilfreich ist und was sich gut anfühlt. Genau, total. Und es spricht auch nichts dagegen, Mikrolabel für ganz spezifische Erfahrungen zu verwenden. Das will ich auch nicht sagen, nur dass es eben Begriffe, auch Mikrolabel und auch wenn eine Person sich selber ein Label macht, das vielleicht auch andere Erfahrungen oder andere Personen beschreibt, in dem Moment, in dem da zwei Personen sind, die nun mal nicht 100% gleiche Erfahrungen haben werden, vermutlich, ist ein Label eine Abstraktion ein Stück weit. Ich glaube, in der Archäologie würden wir davon Sonderformen sprechen und das ist auch völlig legitim. Voll. Genau. Ja, eine Sache möchte ich zum Questioning-Prozess noch sagen. Wir reden hier miteinander und wir reden darüber, wie lange unsere Questioning-Prozesse gedauert haben. Dass am Ende kommen wir dann mit dem Label raus. Aber im Endeffekt, ganz wichtig, ein Questioning-Prozess muss auch nicht zwingend enden. Und er muss auch nicht bei einem Label enden. Er muss überhaupt nicht enden. Wir hatten vorher schon geäußert, dass Questioning für sich auch ein Label sein kann. Dass Menschen sich auch als Langzeit-Questioning bezeichnen können. Oder auch vielleicht läuft sich ein Questioning-Prozess auch manchmal aus, ohne dass eine Entscheidung getroffen wird. Oder er geht einfach dauerhaft weiter. Oder eine Person entscheidet sich, keine Label zu verwenden oder für bestimmte Dinge keine Label zu verwenden, etc. Ein Questioning-Prozess ist auch nicht zwangsläufig ein linearer Prozess, wo am Ende dann steht, ja, keine Ahnung, asexuell. Also es ist jetzt nicht, Finn läuft hier in einen Tunnel, am Ende kommt Finn mit einem Korb voller Label raus und das war's. Sondern Finn hat sich dazwischen vielleicht 3000 Mal verlaufen, hat Label in der Hand gehabt und wieder zurückgelegt, kommt dann vielleicht gar nicht raus, hat sich vielleicht noch verlaufen oder kommt ohne Label raus, niemand weiß es. Oder befindet sich plötzlich nicht mehr im Tunnel und niemand weiß wieso. Oh, oh mein Gott. Ja, aber wäre es nicht unheimlich spannend, wenn man das tatsächlich auch mal in den entsprechenden Medien dann auch sehen würde, also in Serien, Comics, Filmen und so und Büchern. Also das meiste, was ich bis jetzt so mitgekriegt habe, waren ja relativ klare Routen von A nach B. Ja. Also so nach dem Motto A, realisiert, okay, ich bin zum Beispiel schwul und dann ist eigentlich das Problem hauptsächlich, wie oute ich mich und wie werde ich akzeptiert? So, aber das kommt oftmals sehr einfach und sehr, sehr schnell auch rüber. Ja, und dann auch permanent im Endeffekt. Was ja für die meisten Leute sehr hilfreich ist, aber ich denke gerade für Leute, die dann vielleicht ein Imposter-Syndrom haben oder wo es dann einfach länger dauert oder Umwege nimmt, könnte die Darstellung von so einem Questioning-Prozess auch mal hilfreich sein. Ja, oder einfach, wo Fluidität auch ein Thema ist. Also ich finde Repräsentation und Label finden gut und wichtig, aber es ist halt nicht der einzige mögliche Questioning-Prozess, eben weil das Ganze kein linearer Prozess ist zwangsläufig. Das ist es für manche Leute, aber für viele auch nicht. Ich habe immer das Gefühl, die wenige Repräsentation, die es insgesamt für die queere oder LGBTQIA+-Community gibt, ist sehr, also sie ist nicht nur einseitig, aber gefühlt geht vieles immer in dieselbe Richtung. Aber es wäre voll cool, auch mal, weiß ich nicht, einen Film zu sehen, wo dann ein Finn in einen Tunnel des Questioning-Prozesses reinläuft und sich dann einfach mal irgendwann denkt, ja, nö, ich hau mir jetzt ein Loch in die Wand und steige aus dem Prozess aus, weil eigentlich habe ich gar keine Lust, mich damit zu beschäftigen, weil es für mich gar nicht so wichtig ist und ja, macht dann von da aus weiter. Zum Beispiel. Du lieferst gerade Leuten Ideen, das ist sehr gut. Immer gerne. Ja, aber bevor wir jetzt zur Umfrage zurückkehren, lasst uns zuerst einmal noch kurz über Label sprechen. Also, warum verwenden wir Label und wozu brauchen wir überhaupt Label? Tanner, warum verwendest du Label? Teilweise, weil ich
sehr, sehr lange gebraucht habe, bis ich sie mal gefunden habe. Also bis ich überhaupt wusste, was ich bin. Und für mich ist das halt so eine Art von Selbstermächtigung, dass ich halt quasi stolz sagen kann, okay, ich kann selbstbestimmt über mich selber reden und ich muss nicht irgendwelche Fremdzuschreibungen benutzen. Vor allem muss ich nicht irgendwelche pathologisierenden Fremdzuschreibungen benutzen, sondern habe eine positive Selbstbeschreibung für mich. Darüber hinaus ist es halt auch, da ich halt sehr stark nach außen kommuniziere, dass ich Ace bin und teilweise auch, dass ich Agender bin, aber vor allem Ace. Ich habe es sogar auf Facebook in meiner Beschreibung drin stehen. Also ich bin damit sehr offensiv, weil ich halt auch mir gedacht habe, weißt du, wenn ich im Bekanntenkreis out bin, kann das vielleicht für andere Leute hilfreich sein, weil dann mein Bekanntenkreis unter Umständen Leuten nahelegen kann, die sich halt nicht sicher sind oder die vielleicht auch Ace-Questioning sind, sagen können, hey, pass mal auf, ich kenne da jemanden, der, ne, also die, ne, ich kenne da eine Person, die halt asexuell ist, vielleicht kannst du ja mit der mal reden und vielleicht kann die dir ja weiterhelfen, zum Beispiel. Und es ist halt auch tatsächlich schon passiert, dass Leute mich dann angeschrieben haben und gesagt haben, sag mal, was heißt denn das und das? Und dann gemerkt haben, oh, das könnte ja ich sein. Das ist für mich hilfreich und es ist, also für Selbstwertgefühl und ich denke, ich helfe damit auch anderen. Ich schaffe Sichtbarkeit. Es geht mir ähnlich, tatsächlich. Ich verwende Label teilweise, um mich selbst zu beschreiben, teilweise, um mich auch nur für mich, vor mir selber in Worte fassen zu können und dann aber auch wieder, um zu zeigen, okay, diese Orientierung und Identitäten, die gibt es. Also ich mag es eigentlich nicht so sehr, irgendwo aufzufallen oder im Mittelpunkt zu stehen oder so, aber wenn ich mich irgendwo vorstelle, auch jetzt in aktivistischen, politischen Kontexten oder so, dann mindestens immer mit Pronomen, weil damit, das ist so das Mindestmaß, aber wo es passt, auch immer mit AROAs, Agender Flags, einfach damit sichtbar ist, okay, das gibt es und damit im besten Fall die Leute dann zumindest diese Labels schon mal kennen, schon mal gehört haben und vielleicht dann auch unbewusst verletzendes Verhalten runterschrauben oder abbauen, aber auch dazu, dass sich andere Leute dann ermutigt fühlen, auch sagen zu können, was ihre Orientierungen und Identitäten sind, weil ich weiß, mir hätte das sehr geholfen, das zu sehen und zu wissen, als ich vor allem Teenager war und ja, deswegen ist so, okay, ich versuche jetzt das, was ich weiß, was mir geholfen hätte, für die Leute, die noch so da draußen sind. Ich würde noch hinzufügen einfach, oder eigentlich habt ihr es ein Stück weit auch schon gesagt, aber wofür eine Person Worte hat, darüber kann sie sprechen. Erleben, dass einen Begriff hat, darüber kann besprochen werden. Bedürfnisse können beschrieben werden, können besser erklärt werden. Und das ist natürlich einerseits im Reden mit anderen Menschen, aber auch im Denken für eine Person selber. Wofür du keinen Begriff hast, das ist schwerer. Also ich meine, natürlich kann ich es umschreiben oder versuchen, das zu umschreiben, aber es ist nicht auf dieselbe Art und Weise benennbar. Und manche Menschen brauchen vielleicht bestimmte Begriffe auch nicht. Und für die passt das auch ohne einen Begriff, so wie es gerade ist, oder eben mit einer Umschreibung oder einfach mit dem Erleben. Aber Begriffe geben schon noch einmal die Möglichkeit, Dinge klar auszudrücken, auf den Punkt zu bringen für sich selber und für andere. Und auch nochmal eine andere Möglichkeit der Reflexion. Und ein zweiter Punkt ist für mich eben der Community-Aspekt, den ihr auch schon angesprochen habt. Ich konnte, also meine Google-Suche, der Grund für meine Google-Suche war ja, wie ich vorher schon beschrieben habe, dann im Endeffekt Leute zu finden, denen so ähnlich geht wie mir. Aber das ist auch oder gestaltet sich auch sehr schwierig, wenn du selber keinen Begriff hast. Es ist nicht so einfach oder zumindest hat sich das für mich dann schwierig gestaltet, bis ich über den Begriff gestolpert bin. Und erst als ich über den Begriff gestolpert bin, bin ich dann insofern mal weitergekommen. Also wenn Menschen bestimmte Begriffe verwenden, um einen Teil ihres Erlebens zu beschreiben, dann können sie sich auf diese Art auch besser verständigen und auch finden und miteinander über eben ihr Erleben sprechen und auch reflektieren. Und dann gibt es ja noch ganz viele andere Begriffe, die einfach auch helfen bei der Reflexion für einen selber, die man verwenden kann, aber nicht muss und so weiter. Also ich glaube, das sind für mich die zwei großen Aspekte. Da wird ja auch wieder ganz deutlich,
dieser Satz, Sprache formt Denken. Und also ich merke ganz stark in letzter Zeit, wie ich über Dinge nachdenke, über die ich vorher nie nachgedacht habe, weil ich auch nicht wusste, dass ich sie denken kann, wo einfach diese Worte, die ich jetzt kenne, mir sehr stark helfen, auch mich selber zu verstehen und mich dann auch ausdrücken zu können. Bei mir ist es halt auch zum Beispiel viel, dann auch Grenzen setzen zu können. Also in dem Moment, ich habe ja vorhin auch erwähnt, solange ich halt nicht wusste, dass ich Ace bin und gedacht habe, ich wäre eine Hete, habe ich ja halt einfach krampfhaft versucht, das so umzusetzen, ne? Also wie ich dachte, dass eine Hete sich verhält. Und bin dann ständig über meine Grenzen drüber gegangen. Und in dem Moment, wo halt klar war, oh nee, das ist nicht und ich bin Ace. Und da habe ich überhaupt erstmal überlegt, also festgestellt, dass ich das gemacht habe und dass das halt nicht gut war. Und das hat halt auch die Sicht auf mich selber zum Positiven verändert, ne? Also dass ich dann halt auch mehr Selbstwertgefühl hatte, was ich vorher nicht hatte. Ja, weil viele Menschen empfinden sich selber ja auch. Also Tenner hatte das schon erwähnt in der heutigen Folge. Ich hatte es schon erwähnt. Delphin hatte es eigentlich auch schon angesprochen. Es gibt einfach viele Leute, die sich als kaputt sehen, bevor sie sich so akzeptieren, wie sie sind. Und da hilft Community oft. Da helfen andere Menschen, die ähnlicher finden. Da hilft das Sprechen über Erfahrungen, gerade dann, wenn sie von der Norm abweichen. Und an dem Punkt helfen sehr oft eben auch Label, weil Label eben als Abstraktionen, die wir sind, haben wir, die sie sind, Entschuldigung, haben wir ja vorher schon drüber geredet, eben auch die Möglichkeit geben, verschiedene Erfahrungen zusammenzufassen und eben unter diesem Begriff darüber zu sprechen. Das, was Finn gerade erzählt hat, ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich mich auch offline viel oute und sehr offen damit bin. Also ich finde, online in der Community unterwegs zu sein, auch irgendwie anonym unterwegs zu sein, das ist auch sehr hilfreich, aber ich denke mir dann immer, es hilft wahrscheinlich auch, wenn man sieht, dass es wird immer so reales Leben gesagt. Ich würde ja offline sagen, dass da auch Menschen unterwegs sind, die sich outen und die offen damit umgehen, was dann manchmal auch ein bisschen nahbarer wirkt und was für manche Leute auch nochmal eine andere Stufe ist, als wenn Leute online offen damit umgehen. Und das ist bei mir noch so ein bisschen der Punkt, warum ich da versuche, sehr offen zu sein und mich damit vorzustellen, einfach damit auch Offline-Gesichter mit Labeln verknüpft werden und gesehen wird, okay, das ist nicht nur im Internet, wo viele Leute anonym offen sein können, sondern auch ja so generell. Damit bietet man Leuten ja auch einen sicheren Hafen, im Zweifelsfall. Ich finde, das zeigt tatsächlich auch Diversität. Die Existenz von Label oder von vielen Label zeigt einfach eine enorme Diversität in menschlicher Erfahrung und macht Dinge sichtbar, die wir sonst oft so, ja, manche Dinge, also wo gesagt wird, na, manche Dinge empfindet dann jeder Mensch gleich. Und wir empfinden aber nicht alle Dinge gleich, sondern es gibt ein echt großes Spektrum an menschlichen Erfahrungen in unterschiedlichen Bereichen, auch in Bezug auf Orientierung und in Bezug auf Geschlechtsidentität. Und das war für mich auch so eine große, oder das ist das, was ich von meinem ersten CSD so in Erinnerung habe. Das war auf meinem Auslandsjahr tatsächlich. Und diese ganzen Flaggen zu sehen, die ich noch nicht alle kannte, aber einige schon kannte, weil ich davor halt im Internet ein bisschen schon unterwegs war, das war diese ganzen, ja, unterschiedlichen Narrative und Geschichten und Lebenswelten und Erlebensarten zu sehen. Das war so, also es hat mich schon sehr geprägt. Es ist ein seltsames Wort, aber es hat mich schon geprägt und es hat sich so in meiner Erinnerung ist das, obwohl ich selbst zu dem Zeitpunkt noch unsichtbar sein wollte, obwohl ich mich da irgendwie zwischen den Leuten
durchgewurschtelt habe und am liebsten mit niemandem sprechen wollte, weil ich dieses Wissen gebraucht habe, ich kann dann wieder weg und wenn ich mich, ich kann noch zurück so. Und ich, vielleicht bin ich noch nicht zu weit, unter Anführungszeichen, weil ich nicht wusste, ob das, was ich gerade mache, jetzt richtig oder falsch ist auch. Das hat mich schon tief beeindruckt und mir diese ganze Freiheit auch gezeigt. Du kannst du sein und auch am Ende auch, du kannst dir dein eigenes Narrativ schaffen, ein Stück weit. Es ist halt auch dieses, es ist doch nicht alles so ein Einheitsbrei, in den du reinpassen musst und aus dem du dann nicht, keine Ahnung, wie eine Erdbeere im, weiß ich nicht, Milchreis hervorstechen sollst, so von der Gesellschaft her, sondern es ist doch eher so ein, weiß ich nicht, riesiger bunter Salat mit ganz vielen verschiedenen Sachen drinne, wo, ja, also wo ich dann zumindest dann immer merke, okay, ich darf doch sein, wie ich bin und anders sein und andere Leute sind auch anders und es ist voll okay, dass wir eigentlich alle anders sind als alle anderen. Ja, klar. Wollen wir dann vielleicht einmal schauen, was die nächste Frage sagt, die wir gestellt haben? Okay, da haben wir gefragt, falls, also die Frage bezog sich auf Label, die wir verwenden und hieß dann, falls ja, wo benutzt ihr diese Label? Und da gab es dann die Antwortmöglichkeiten in der Aceback-Community, in der queeren Community, unter ein paar Freunden, gegenüber Partnermenschen, in der engen Familie, in der Verwandtschaft. Und es gab auch wieder die Möglichkeit, Freitextantworten zu geben. Ja, und von den Personen, die eben auf unsere Umfrage geantwortet haben, verwenden tatsächlich die allermeisten ihre Labels in queeren bzw. Aceback-Communities, aber noch mehr tatsächlich im eigenen FreundInnenkreis. Ja, genau, und zwar haben 93% der Leute, die geantwortet haben, gesagt, sie nutzen die Labels unter einem Teil oder einfach unter ihren FreundInnen und 86% haben angegeben, dass sie Labels in Aceback-Communities verwenden, 97% haben angegeben in queeren Communities. Ja, Entschuldigung. 79% in queeren Communities. Danke, Tanner. Genau, und dann haben 34% noch jeweils angegeben, dass sie ihre Label gegenüber Partnermenschen verwenden, aber auch weitere 34%, dass sie die Labels in der Verwandtschaft auch nutzen. In der engen Familie, ne? Also wahrscheinlich dann so direkte Verwandtschaft, Eltern, Geschwister, so. Und weil in der Verwandtschaft gab es ja auch noch, also in der weiteren Verwandtschaft gab es, glaube ich, auch noch als Punkt. Das waren dann 7%. Also wahrscheinlich dann Tanten, Onkel, Großeltern, Cousins, Cousinen und ja. Was ich aber wirklich interessant finde, ist, dass nur 34% im Vergleich zu 93% gesagt haben, ja, wir benutzen die Label gegenüber Menschen, mit denen wir verpartnert sind. Weil gerade den Menschen gegenüber sollte man doch eigentlich meinen, dass die Leute dann am offensten sind. Ja, wobei ich glaube, dass diese niedrige oder vergleichsweise niedrige Zahl auch dadurch beeinflusst ist, dass viele Leute vielleicht gar keine Partnerinnenschaften führen. Also Menschen, die keine Partnerinnenschaften führen, werden die Frage nicht, also den Punkt nicht angekreuzt haben oder die Antwortmöglichkeit nicht gewählt haben. Stimmt, ja, weil ja sicher die Anzahl der Personen auf dem Aceback, die nicht verpartnert sind, ist relativ hoch. Aber ich würde dir zustimmen, also ich könnte mir nicht vorstellen, in einer, also je nachdem, was das jetzt ist, wenn das jetzt irgendwie was Kurzes wäre oder eine ganz, was weiß ich, irgendeine kurze sexuelle Beziehung, dann ja, aber wenn ich in einer längerfristigen Partnerinnenschaft oder auch wie auch immer engere Beziehung, würde ich mir, glaube ich, schwer tun, nicht auch
offen über mein Erleben zu reden in Bezug auf eben Orientierung und Geschlechtsidentität. Ich denke, da könnte dann reinspielen, dass sich vielleicht Leute nicht trauen, es ihren Partner Menschen zu erzählen. Vielleicht aus Sorge, dass die das nicht verstehen, dass die Beziehung enden könnte oder einfach, dass sich die Beziehung ändert oder sowas. Vielleicht vor allem, wenn Menschen den Questioning-Prozess noch gar nicht so lange hinter sich haben, könnte ich mir vorstellen, dass es dann auch noch mal schwieriger ist, das Partner Menschen zu erzählen als Freundinnen. Aber da habe ich selbst keine Erfahrung, das nur so. Ja, also das stimmt. Also ich denke, gerade wenn, ich meine, da macht es ja auch nochmal einen Unterschied, dass meine queer-platonische Beziehung ist entstanden, nachdem ich meine Labels soweit hatte oder zumindest wusste, dass ich am A-Spec bin. Ich wusste, dass ich nicht binär bin. So, das ist ja eine ganz andere Situation, als wenn eine Person ihren Questioning-Prozess, ihr inneres Coming-out hat in einer bestehenden Partnerschaft oder in mehreren bestehenden Partnerschaften oder wie auch immer. Ja, oder einfach eben noch keine hat oder generell keine Partnerinschaft geführt, sei es aufgrund des Alters, sei es aufgrund der Präferenzen, so ich will das nicht. Also das ist, ja, wir wissen es nicht. Aber es ist schon, ich fand es im ersten Moment so etwas irritierend, etwas überraschend. Ja. Ich möchte noch ein paar Dinge vorlesen, die auch angegeben wurden. Also dass Labels von weit weniger Personen auch bei fremden Menschen verwendet werden oder nur für sich selbst, am Arbeitsplatz, in der Schule. Ja, aber das haben eben wirklich nicht so viele Leute angegeben. Dass sich so wenige Leute in der Verwandtschaft, also in der weiteren Verwandtschaft outen, kann ich sogar sehr gut nachvollziehen. Ich habe mit meiner Verwandtschaft ja nicht so arg viel zu tun und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist sowas, wo ich mir denke, pff, das ist das, also ich habe eh kaum Gesprächsthemen mit denen und das ist mir das einfach nicht wert, den Aufwand nicht wert. Wobei ich das für mich selber, ich merke, es wird irgendwie immer trickier, sage ich mal. Also ich bin nicht bei allen Leuten geoutet, aber es ist halt auch, ich meine, ja, man kann gut Aktivismus in the closet machen, das geht, eindeutig, aber für mich ist es schwierig. Einerseits so, weil ich merke, dass es wirklich, oder auch abseits von Aktivismus, dass ich merke, dass es für mich manchmal schwierig ist, einfach mich nicht zu outen und ich eher momentan das Gefühl habe, es läuft einfach in Richtung, immer mehr geoutet zu sein, auch in der Verwandtschaft. Auch wenn ich das dann, ich meine, ich werde nicht alle hinsetzen und ja, keine Ahnung, aber so mal sehen, wie es läuft und smooth, aber ich habe das Gefühl, es geht halt in die Richtung und ich kann es gar nicht sehr viel anders machen. Für mich halt jetzt, mag bei anderen Leuten total anders sein. Und das andere ist dann halt, wenn Leute meine Stimme in irgendeinem Interview erkennen, dann ja, so habe ich mich auch schon geoutet oder it happens. Ich muss sagen, ich hätte wahrscheinlich auch in der Verwandtschaft nicht angegeben, aber weniger, weil ich das nicht möchte oder weil ich irgendwie Angst vor Reaktionen hätte oder irgendwas in der Art. Bei mir ist tatsächlich so, ich wäre gerne einfach vor allen out, aber ich tue mich unglaublich schwer damit, sowas von selber anzusprechen. In Kombination mit meiner sozialen Angst wahrscheinlich noch mal schwieriger. Aber das tatsächlich so, weiß ich nicht, wenn ich auf einen Knopf drücken könnte und alle wissen das einfach, dann wäre das bei mir eigentlich so optimal, weil dann besteht zumindest die Chance, dass sie mich vernünftig anreden und so. Das wäre bei mir tatsächlich, fände ich sehr cool. Delphine, so ganz smooth. Ich meine, so irgendwie bau dir eine Social-Media-Präsenz auf und ändere deinen und teile irgendwelche Aro-Sachen. Nee, habe ich schon gemacht. Das musst du jetzt nicht machen, aber so geht's auch. Ja. Aber es ist halt auch von dir aus. Wäre halt auch von dir aus. Aber es geht so ein bisschen, oder ich habe das und das gemacht, oder ich habe das und das, keine Ahnung, Aro-Ace queer gemacht. Wobei ich, mein Problem ist eher, dass ich mir oft schwer tue, mit was oder wie oute ich mich jetzt, weil erstens ist es, also es ist halt entweder ist ein Labelsalat oder es ist halt einfach queer.
weil queer irgendwie, also ich kann manchmal auch gar nicht sagen, welche Aspekte meiner Identität von was jetzt erfasst werden. Da ist dann queer irgendwie das bessere Wort, aber gleichzeitig ist es halt dann doch wieder unpräziser. It's tricky. Aber ich bin eher der Typ für, keine Ahnung, ab und zu hintenrum, ab und zu sehr klar, aber ab und zu dann einfach auch sehr, was weiß ich. Wie oute ich mich, ohne zu outen? Das funktioniert bei mir irgendwie so gar nicht, weil, also ich erzähle auch Leuten, ja, ich habe das und das gemacht, aber ich habe, glaube ich, so einen Ton drauf mit, okay, Punkt, und das war's. Also ich gehe nicht von selber weiter darauf ein, sondern sage einfach, ja, ich war bei dem und dem Stammtisch oder ja, ich war beim CSD und weiß ich nicht, dann komme ich irgendwie nicht über diese Hürde weiter zu erzählen, aber die Leute fragen dann auch nicht. Das heißt, irgendwie habe ich es je nachdem in Kontexten schon angeschnitten, aber ich komme nicht über dieses Hindernis drüber und die andere Person steht auf der anderen Seite und weiß ich nicht, traut sich auch nicht, darüber zu springen und nachzufragen oder so. Und das Ding bei Social Media ist, meine Verwandtschaft nutzt nicht unbedingt alles Social Media. Das heißt, es wäre auch ein bisschen schwierig. Ja. Okay. Großteil meiner Verwandtschaft auch nicht. Aber ich meine, ich bin jetzt halt auch zum Beispiel nur bei meinem Vater, bei meiner Bonusmutter und bei meinen Brüdern halt out. Der Rest der Verwandtschaft ist eigentlich, wie gesagt, ich habe ja auch mit denen fast nichts zu tun. Ich sehe die vielleicht, wenn es hochkommt, einmal im Jahr oder alle 2 Jahre und ich vermeide eigentlich meistens den Kontakt, weil ich so nicht viel mit denen gemeinsam habe und das ist einfach teilweise, es gibt mir halt nicht so arg viel mit meiner Verwandtschaft was zu machen. Das ist, ja, und dementsprechend tue ich mir das halt auch nicht an, jetzt über das Thema dann auch zu sprechen, weil die meisten von denen hätten wahrscheinlich schon gar kein, also weniger Probleme damit, würden vielleicht die Begriffe nicht kennen oder so, aber ja, das sind einfach Welten, die nicht zusammenpassen. Ist ja auch voll valide. Ich glaube, bei mir ist einfach, ich mag gern Zeit mit weiten Teilen meiner Verwandtschaft verbringen und fände es einfach schön, wenn sie es wüssten, aber also ich habe auch so Teile von der Familie, wo ich denke mir, nee, also entweder, weiß ich nicht, sind da irgendwelche Antipathien oder ich denke, wenn die das wüssten, das wäre nicht so cool, also von daher kann ich das auch voll nachvollziehen. Da muss ich dann auch nicht mit so einem Thema hingehen. Ja, also ich glaube, ich liege so ein bisschen zwischen euch. Ich sage mal, ich fand meine Familie schon mal, meine Familie ist ja auch nicht klein, meine weitere Verwandtschaft, die ist recht groß, gab Zeiten, da fand ich sie super, super, super anstrengend und dachte mir, hey, eigentlich möchte ich viel, viel weniger zu tun haben, als ich mit ihnen zu tun habe. Das geht inzwischen besser oder ich cope besser, ich weiß es nicht, oder beides. Und jetzt ist es für mich so ein, ja, es ist okay. Okay, ich habe halt immer wieder mit ihnen zu tun. Das sind Menschen aus meinem engeren Umfeld. Ich will mich da jetzt nicht rausziehen, weil einerseits finde ich die Leute jetzt nicht 100% furchtbar. Weniger als, also um einiges weniger als 100% zum Teil, kommt auf die Person auch an. Aber zum anderen bin ich halt immer noch da als queere Person, unabhängig davon, also ich meine, wie gesagt, ich sage immer, es geht auf Outing hin und es ist ja auch unterschiedlich, wie geoutet man ist, je nach Person auch oft oder wer das checkt und wer das wie viel oder nicht checkt. Aber das sind auch viele Kinder und Teens und ich weiß nicht, ob irgendwer von denen queer ist. Und ich bin hier und selbst wenn kein Kind von denen queer ist, was ja auch total, ich sage mal, okay ist oder auch ein legitimes menschliches Erleben ist, sehen sie zumindest. Und ich glaube, das ist etwas, was wir auf in Bezug auf nicht-queere Personen fast viel zu wenig besprechen, oft, dass es möglich ist, deinen eigenen Weg zu finden. Und auch wenn du, keine Ahnung, so nicht-queer bist, wie nicht-queer gehen kann, wirst du irgendwo von Normen mal abweichen. Und ich denke, dass es da gut ist,
dass ich da bin, wo ich bin. Abgesehen davon, dass es ja dann auch Vorurteile abbaut. Ja, außerdem. Das macht halt auch was. Also gibt es da irgendwie Unterschiede, wie ihr euch outet, wie das abläuft, je nachdem, in welchem Kontext das passiert? Also ist ein Outing gegenüber Verwandten vielleicht anders als das gegenüber Leuten im engeren Umfeld? Also bei mir würde ich dann sagen, in meiner Wahlfamilie, da sieht das halt ein bisschen anders aus als bei meinem Vater zum Beispiel. Oder so im allgemeinen Alltag. Also da gibt es ja mit Sicherheit einiges, was sich da unterscheidet. Also ja, klar. Also es gibt befreundete Personen, mit denen habe ich wirklich auch schon einfach Gespräche geführt. Und dann längere Gespräche oder habe ich mich hingesetzt, um mich zu outen quasi zum Teil. Das waren meist engere FreundInnenschaften. Wenn ich jetzt rausgehe zu Leuten, die ich jetzt nicht so gut kenne oder nah kenne, dann ist das eher ein, ich beantworte Fragen auf eine andere Weise, ich bin mehr abgegrenzt auch von der Reaktion, weil ich mich ja trotzdem ab und zu noch in Umfeldern bewege, wo ich das nicht so genau sagen kann und mich trotzdem oute zum Teil, je nachdem, auch mit Risikoabwägung und so, aber im Grunde schon. Also zumindest, wie ich merke, ich habe so einen Drall in Richtung Outing sehr oft. Es ist einfach so. Andererseits habe ich mich halt bei meiner Mama dann wieder sehr, ich sag mal, sehr subtle geoutet, sehr, also sie hat mich gefragt, was ich für einen Podcast höre, ich habe gesagt, ja, bla bla, geht um Asexualität, Aromantik, Aro-Ace, keine Ahnung was, und dann ein paar Monate später oder so habe ich gesagt, oder war ich auf Aceback German in einem Gespräch und habe dann halt gesagt, ja, als ich schlafen ging, hat sie mich gefragt, was ich jetzt gemacht habe. Und da habe ich halt gesagt, ja, ich war auf diesem Community-Server von Personen auf dem asexuellen aromantischen Spektrum und so. Dann hat sie gefragt, bist du asexuell? Ja, ich glaube, das kommt sehr auf meine Motivation auch an. Und wie es mir gerade in der Situation geht und so. Und dann gibt es einfach Leute, vor denen bin ich bis jetzt noch nicht geoutet oder so. Also im Endeffekt hast du ja quasi auch jetzt gerade schon angedeutet, dass es nicht immer so läuft wie in irgendwelchen Filmen, dass die Person das über sich selber rausfindet, dann einmal das sagt und dann hat sich das damit erledigt und dann wissen alle Bescheid. Sondern das ist ja manchmal einfach auch ein Nach und Nach häppchenweises Outen sein kann. Es kann manchmal einfach so sein wie bei meiner Bonusmama, da habe ich zwei Anläufe gebraucht, bis ich meinen persönlichen Drachen gezähmt hatte und sie dann endlich mal eingesehen hat, ja, okay, es ist jetzt, vielleicht habe ich mich da doch ein bisschen vertan in der Wortwahl. Also es war ein anstrengendes Outing, aber wir sind später, also wir haben dann das hinterher geklärt, dass sie halt das einfach, das war so eine Abwehrreaktion von ihr so ein bisschen. Da kamen so ein paar unschöne Aussagen von ihr und da hat sie sich später für entschuldigt. Aber das war so im Abstand von mehreren Wochen so zwei Anläufe. Und bei anderen war das ein einmal gesagt und gut ist. Ja, oder es ist halt, wenn ich in der Öffentlichkeit bin, klar, ich trage den Ring, ich trage eine Tasche bei mir, die Flaggenfarben hat und was dann auch schon dazu geführt hat, dass Leute mich drauf angesprochen haben, weil sie die Flagge erkannt haben. Aber es ist halt, im Großen und Ganzen ist es jetzt, denke ich, anders als bei Leuten, die nicht auf dem A-Spec sind und nicht vielleicht verpartnert sind, immer wieder outen. Ne? Also allein schon, weil ich ja auch sehr straight passing bin.
Ne? Also ich würde sagen, es gibt auch je nach Person und Situation und Person, vor der sich geoutet wird, und wahrscheinlich noch ganz viele andere Einflüsse, auch ganz verschiedene Arten von Coming-outs eben. Das ist ja im Grunde das, worüber wir schon die ganze Zeit reden. Also das kann fließend gehen, viele Wiederholungen haben, über mehrere Jahre. Das kann sehr, keine Ahnung, durch die Blume passieren oder sehr so ungeplant oder einfach spontan oder auch über Social Media oder wie auch immer. Das kann aber auch sein, dass eine Person zum Beispiel sich still outet, also eben indem sie Symbole trägt oder Flaggenfarben oder zum Beispiel ein Ace- oder Aro-Ring oder was weiß ich, irgendwelchen Pride-Buttons oder was auch immer, gibt ja vieles, oder indem ich einfach meine Pronomen in meine Signatur schreibe oder in meine Bio irgendwo auf Instagram oder sonst wo, oder indem ich mein Instagram-Profil mit Aro-Flagge im Hintergrund habe oder sowas. Was auch immer. Oder auch, indem eine Person zu bestimmten Orten oder Events geht, also zum Beispiel zum Stammtisch oder zum CSD. Auch wenn natürlich, du kannst auch zum CSD gehen, ohne queer zu sein, aber das kann auch ein Outing sein oder einem Outing gleichkommen. Dadurch, dass die Leute ja auch wissen, dass Leute, die auf dem CSD sind, nicht automatisch queer sind, hast du halt auch den Vorteil, dass du dich dann nicht automatisch outest. So, und damit sind wir am Ende des ersten Teils zum inneren Coming Out. Wir haben uns aus verschiedenen Gründen entschieden, die Folge hier zu teilen. Das heißt, auch dieses Mal gibt es kein Lexikon und auch keine Kulturecke. Aber das haben wir im zweiten Teil der Folge für euch dabei. Und da das hier nicht nur irgendeine Folge ist, sondern als Folge 50 unsere Jubiläumsfolge, müsst ihr auch diesmal nicht 2 Wochen warten, sondern nur eine. Das heißt, den zweiten Teil gibt es schon nächste Woche Donnerstag, also am 5. Oktober. Und ja, da könnt ihr euch schon mal gern drauf freuen. Genau, und damit hat Delphine eigentlich auch schon alles gesagt. Mir bleibt jetzt nur noch, mich zu bedanken. Und zwar erst einmal bei allen Personen, die unsere Umfrage ausgefüllt haben. Wir freuen uns immer sehr über alle Antworten und eure Antworten sind so bereichernd und bringen uns immer auf so viele neue Gedanken. Vielen Dank euch, macht gerne wieder mit. Ja, die Redaktionsleitung dieser Folge hat Finn übernommen. Im Vorbereitungsteam waren außerdem JJ, Luna und Delphine mit dabei. Vielen Dank euch. Den Schnitt der Folge hat Charles gemacht. Danke, vielen, vielen Dank an Charles fürs Schneiden dieser Folge. Ja, das war's dann auch schon. Wenn ihr jetzt noch Rückmeldung, Feedback, Kritik, Fragen, Anregungen oder Folgenideen für uns habt, meldet euch doch gerne bei uns. Uns könnt ihr finden auf unserer Homepage unter inspektren.eu, auf Instagram unter inspektren-podcast. Wir haben auch Facebook, Twitter, Mastodon und einen YouTube-Channel, aber das findet ihr alles auch in den Shownotes verlinkt. Außerdem könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an inspektren@gmx.net oder ihr findet uns auf dem Aspect German Discord-Server. Dort haben wir einen Channel, in den ihr schreiben könnt, oder ihr findet uns manchmal auch im Voice-Chat. Wir freuen uns, von euch zu lesen oder mit euch zu sprechen. Ja, okay, dann sage ich tschüss! Tschüss. Tschüss.